Ich bin Kuschel, ich komme von der größten Eisshow der Welt, von der bekanntesten und, glaube ich, schönsten. Ich komme von Holiday on Ice. Ich bin Produktions- und technischer Leiter bei unserer Eisshow, vor allen Dingen hier in Deutschland. Wir spielen hier 22 Städte, 300 Shows jedes Jahr, bringen unheimlich viel Technik mit und auch unsere eigenen Eisflächen. Ich bin heute hier, um ein ganz besonderes Projekt zu eröffnen. Wir eröffnen eine Eisbahn auf einem Schiff, 46 Meter hoch über dem Wasserspiegel. Und das ist ein ganz besonderes Projekt, was Holiday on Ice und die AIDA zusammen ins Leben gerufen hat. Was kann man Neues machen? Da ist man auf uns zugekommen. Wie sehen wir das? Wir hätten die Erfahrung, die haben wir natürlich auch. Denn seit 73 Jahren sind wir mit mobilen Eisbahnen auf der ganzen Welt unterwegs. Wir wurden gefragt, wie man sowas bewerkstelligen kann. Es gibt natürlich schon Eisbahnen, aber eine Eisbahn außen auf einem Schiff gab es bisher noch nie. Und das ist neu. Das war für alle eine besondere Herausforderung, weil die ganzen Umstände auf einem Schiff gerade außen noch ein bisschen anders sind. Da kommt Regen dazu, da kommt Wind dazu, da kommt Sonne dazu und man hat salzige Luft, was für Eis natürlich nicht ganz so optimal ist. Und das Allerschwierigste ist, alles, was ich gerade sagte, kann in relativ kurzen Abständen relativ schnell auftreten. Und da ging es zum einen erstmal darum, wie kann man das überhaupt bewerkstelligen, auf all diese Witterungen reagieren zu können. Beispiel ist, es regnet. Man kann über Nacht, wenn es mal durchregnet, wir kühlen weiter, dann haben wir nächsten Tag 2 cm Eis mehr. Da muss aber das Eis auch so reguliert werden, dass es nicht irgendwann zu dick wird und dann ist die Qualität vom Eis auch nicht mehr die, die wir haben wollen. Ich kann Eislaufen, allerdings nicht so schön, dass es für eine Show reichen würde. Ich habe früher hobbymäßig mal Eishockey gespielt, das ist aber auch schon viele Jahre her, weil wir bauen auf und ab. Aber nein, Eislaufen ist nicht mein Ding. Zum Abschluss möchten wir Holiday on Ice allen Gästen noch viel Freude mit der Eisbahn wünschen. Gehen Sie ruhig mal hin, gehen Sie mal aufs Eis, Sie werden es genießen. Draußen auf dem Schiff kann nicht jeder von sich behaupten, dass er das schon mal gemacht hat. Ist ein super Eis geworden, die Eisqualität ist fantastisch und ich wünsche allen viel Freude damit.